Wenn die Lippenbehandlung oder der Lippenaufbau besonders attraktiv sein soll, dann kann es schon mal sein, dass einer Patientin sage, ich möchte gerne etwas voluminöse Lippen haben, die allerdings noch im natürlichen Bereich sind. Auch der Mundwinkel sollte hier natürlich nicht außer Acht gelassen werden und das wird natürlich mitbeachtet. Die Patientin kennt das bereits und ist sehr, sehr glücklich darüber, über das Ergebnis und nach 10 Tagen hat sie auch das perfekte Endergebnis.